Hallo und willkommen heute, der legendäre 1-Test mit der MK1 Braton, Moddung und Buffs direkt am Anschluss des Tests. Und los geht's! Tenno must be a master of all their weapons. Prove yourself with your primary weapon. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay last, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can never doubt, not what I'm about, have your f***ing clout. If you're raining now, I keep making sound, go another round, cause I'm legend bound, can't stop me now. That I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can never doubt, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Cause I'm legend bound, can't stop me now.
is now complete. Another job well executed. Schadenbuffs. Als Gabe 25% zusätzlichen Schaden für mich und alle, die im Relais waren. Chroma Helmetkräftigung mit 250% Primärwaffenschaden und 1000 extra Leben. Fokus. Ich habe den Unairo-Fokus genommen, da Fähigkeiten nicht benutzt werden konnten, durften. Und da wegen der Steinhaut erhöht Rüstung Warframe Operator um 200. Warframe war folgendes gemoddet. Chroma Aura Gewehrverbesserung für erhöhten Gewehrschaden um 27%. Interagierende Triff 15% Aura-Kraft und Aura-Wirksamkeit. Arcana Rage bei Kopfschuss 15% Chance auf 30% Schaden für Primärwaffen für 24 Sekunden. Dann noch Anmut für Gesundheit, wenn man verletzt wird oder Schaden nimmt, wird Gesundheit wiederhergestellt. Sonst nur Leben und Panzer. Panzerung für den Warframe, Adaption hier gegen Schaden, Resistenzen und rollender Schutz beim Ausweichen werden für 2,6 Sekunden unverwundbar und entferne Statuseffekte 9 Sekunden ab Klingzeit. MK1 Braton. Ich habe einiges ausprobiert. Ich bin dann beim Magnetismus geblieben. Arcana habe ich benutzt, Primera Deadhead. Dort kann man bei präzisen Kopfschusskills 120% Schaden für 24 Sekunden, dreimal stapelbar, 30% Kopfschussmultiplikator und Minuswaffenrückstoß 50%. Dann habe ich hier Gabe Schaden. Das hatte ich ja schon gezeigt. Was hier interessant ist, dass die Gabe Schaden, die 25% Schaden, auch zählen für die Mods Verdammter Korpus oder die gegen die Granier, die Fraktionsmods. Also plus 25% Schaden. Hochspannung habe ich hier, Elektrizität und Statuschance, Raueiskugeln, Kälte, Statuschance und Primet Kryokugeln, 165% Kälte. Das ergibt schönen Magnetismus. Weiter geht's mit galvanisierter Kammer. 80% Mehrfachschuss plus 30% Mehrfachschuss für 20 Sekunden bis zu 5-mal stapelbar beim Kill. 165% Schaden, normaler Einkerbung, Standardmod. Brater und 45-mal gerollt, scheiß Ding. Schadenhitze minus Zoom. Ja, war nicht so toll. 60% Mehrfachschuss nochmal. Und das war die Moddung für die MK1 Braton. Hier nochmal die Schadenswerte, die ihr euch mal ansehen könnt. Man kann also mit der MK1 Braton durchaus Spaß haben. Muss man aber nicht. Es gibt ja durchaus bessere Varianten. Die Vandal, die Prime, die normale Braton. Wenn ihr es ausprobieren wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es ausprobiert habt, schreibt es in die Kommentare. Dann bedanke ich mich bei euch, sage auf wieder Tschüss. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und vergesst nicht den Daumen. Auf wieder Tschüss.